Herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute sprechen wir über das Thema Diät bzw. die beste Form, um tatsächlich Gewicht qualitativ abzunehmen. Wir wollen ja nicht, dass der Körper in sich zusammenfällt, sondern wir wollen, dass der Körper sich athletischer formt. Dazu gehören zwei Dinge. Zum einen das Training und zum anderen auf jeden Fall die Ernährung. Das sind zwei ganz, ganz wichtige Schlagwörter, die einfach dazu führen, dass ihr entweder Körperfett verliert oder Muskeln aufbaut, dadurch vielleicht euren Gesamtumsatz steigert und dann natürlich infolgedessen, wenn ihr genauso viel esst, auch wieder an Körperfett verliert und eurem Körper einfach eine schöne Form gibt. Und das ist eigentlich das, was wir alle wissen. Warum mache ich dieses Video? Ich habe bei Instagram so ein paar kleine Stories gemacht. Da habe ich erzählt, dass ich wieder meine Ernährung umgestellt habe. Und ich mache im Moment Folgendes. Ich esse 2600 Kalorien, rechne die aus mit der App MyFitnessPal. Das ist wirklich die beste App, hat eine riesen Datenbank, hat einen Scanner. Also das ist jetzt keine Produktplatzierung, ich mache hier keine Werbung, oder ich werde dafür auf jeden Fall nicht bezahlt, aber diese App benutze ich, die ist kostenlos und sie ist wirklich super, um seine Ernährung bewusster anzugehen, denn das ist der erste Schritt, um überhaupt erfolgreich in so eine Diät zu starten. Also, einmal haben mich die Leute gefragt, warum machst du das jetzt? Zweitens haben die Leute gefragt, Tomek, wie hast du es damals vor einem Jahr geschafft, als ich die Low Carb gemacht habe, dich so zu definieren oder beziehungsweise was für eine Ernährungsform, auf was hast du speziell geachtet? Jetzt gucken wir uns dieses Thema Training mal ein bisschen weniger an. Eine Sache will ich aber hiermit hinzufügen, ihr müsst immer intensiv trainieren, damit der Körper nicht dazu neigt, in einer defizitären Situation Muskeln abzubauen. Denn seine Umgebung muss trotzdem intensiv für ihn, herausfordernd für ihn geschaffen sein, damit der Körper nicht sagt, die Muskeln brauche ich nicht. Das heißt, ich kann die Muskeln in Aminosäuren spalten, also die Eiweiße in Aminosäuren, und daraus dann letztendlich Energie für mich ziehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das wollen wir nicht. Wir beziehen uns heute aber ein bisschen mehr auf das Thema Ernährung. Und da gibt es ein paar Sachen, also einmal die Qualität der Nahrungsmittel, dann die Menge der Nahrungsmittel, sprich die Kalorien, und dann noch das Timing der Nahrungsmittel. Ich will erstmal kurz darauf zu sprechen kommen, was habe ich letztes Jahr gemacht. Letztes Jahr habe ich eine sogenannte Low-Carb-Diät gemacht. Und Low-Carb ist erstmal ein Überbegriff. Low-Carb wird definiert darüber, dass ihr unter 100 Gramm Kohlenhydrate pro Tag konsumiert. Eine Packung Reis zum Beispiel, das ist noch gar nicht so wenig, denn eine Packung Reis hat, also so ein Beutel, 125 Gramm, je nach Hersteller, und aber grundsätzlich um die 90, 95 Gramm Kohlenhydrate. Das heißt, ihr könntet jeden Tag eine Packung Reis essen, dazu halt schöne Salate, auch da aber vorsichtig, einige Gemüsesorten beinhalten ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Dann könntet ihr noch Nüsse, auch da, also überall müsst ihr vorsichtig sein, aber jetzt mal so rein theoretisch gedacht, dann könntet ihr noch Fleisch dazu essen. Also ihr würdet gar nicht merken, dass ihr eine andere Ernährung habt, würdet aber für den Körper einen richtig tollen, positiven Effekt schaffen, denn mit unter 100 Gramm Kohlenhydraten neigt der Körper dazu, erstmal das Leberglykogen, die lokalen Glykogenspeicher zu leeren, und dann, wenn er keine Energie mehr hat, dann stellt er sich ein bisschen um. Und da wird es ganz interessant, und zwar, warum stellt sich der Körper um und warum wollen wir die sogenannte Ketose erreichen? Ketose bedeutet, dass der Körper aus den Fetten sogenannte Ketogenkörper synthetisiert. Das macht er aus einem ganz bestimmten Grund. Wir müssen ja immer verstehen, dass der Körper eigentlich sehr primitiv, aber sehr effizient aufgebaut ist. Das bedeutet, der Körper möchte, dass er optimal funktioniert, dass wir uns fortpflanzen können, dass wir überleben in diesem Umfeld, dass wir sozusagen künstlich durch das Fitnessstudio, durch die Ernährungsumstellung für ihn schaffen, dass das alles passt. Und jetzt ist es so, das Gehirn, es gibt eine Blut-Hirn-Schranke, das Gehirn wird hauptsächlich versorgt von Kohlenhydraten. Das merkt man, wer schon mal eine Low-Carb oder vielleicht sogar eine Anabole-Diät gemacht hat. Unterschied ist hier, dass wir unter 100 Kohlenhydraten und hier unter 30 Kohlenhydraten, da wird es nochmal intensiver, also hier haben wir Anabol. Und hier haben wir sozusagen erstmal diese überbegriffliche Definition von Low Carb. Genau, aber der Körper, wenn er dann diese Energie nicht mehr hat, für das Gehirn, den Körper interessiert erstmal gar nicht so sehr, funktionieren meine Arme zum Beispiel. Das sind komplett sekundäre Bereiche, die Gliedmaßen.
Es muss der Torso funktionieren, das Herz muss, also die überlebenswichtigen Organe werden immer vom Körper als erstes versorgt. Das ist völlig klar. Und das ist tatsächlich nicht der Bizeps, wer hätte das gedacht? Aber der Bizeps ist nicht überlebenswichtig, aber das Gehirn. Euer Brain muss funktionieren. Und wenn der Körper keine Kohlenhydrate hat, dann fängt er diese Ketonkörper nach einer Umstellungszeit von circa 2 Wochen zu synthetisieren. Und die Ketonkörper sind auch in der Lage, eure Blut-Hirn-Schranke zu überwinden. Und dann wisst ihr, ihr seid in der Ketose, dann verbrennt der Körper zusätzliche Fette eben für diese Energiebereitstellung. Und das könnt ihr ganz leicht messen. Ihr könnt in der Apotheke sogenannte Keto-Sticks zum Beispiel kaufen. Da pinkelt man drauf. Ihr habt einen anderen pH-Wert im Urin. Ihr seht das je nach der Farbe. Und dann wisst ihr, hey, funktioniert meine Diät so? Hat sich der Körper so umgestellt, wie ich mir das vorstelle? Also, ich habe letztes Jahr eine Low-Carb-Diät gemacht, habe meine Kalorien nach und nach runtergeschraubt. Egal, wie sehr wir auf die Qualität von Nahrungsmitteln achten. Wenn wir mehr essen, als wir verbrennen, werden wir immer zunehmen. Wenn wir genauso viel essen, wie wir verbrennen, werden wir konstant bleiben. Und wenn wir weniger essen, als wir verbrauchen, dann werden wir abnehmen. Wie machen wir das jetzt gesund? Ich habe euch ja von der App erzählt, MyFitnessPal. Könnt ihr euch mal runterladen. Und ich sage zu meinen Kunden immer, ich möchte, dass du 3 Tage lang alles aufschreibst, was du isst, was du trinkst, deine Aktivitäten mit der Zeit, mit den Gewichtsangaben, mit ganz genau von welcher Marke. Und das könnt ihr aber alles eingeben und dann die App zieht für euch ein Resümee. Die sagt euch so viele Kohlenhydrate, so viele Fette, so viele Eiweiße, so viele Kalorien und das auf die 3 Tage und dann habt ihr erstmal so einen groben Schnitt. Denn in erster Linie gilt es, die Ernährung bewusster anzugehen. Wenn ihr diesen 3-Tages-Schnitt habt, zieht davon 300 Kalorien ab. Nehmen wir mal, ihr esst 2500 Kalorien, jetzt normal in diesen 3 Tagen, das ist eure normale Ernährung, dann guckt ihr erstmal, dass ihr auf 2200 kommt. Und dann könnt ihr immer noch definieren, wie macht ihr das? Über eine Low-Fat, über eine Low-Carb, über dann eine Anabole-Diät, die eine Unterform der Low-Carb ist. Bei der Anabolen-Diät, also es ist eine extreme Variante, die kann ich nur dann empfehlen, wenn ihr, ich habe es dieses Jahr mal versucht, hat aber überhaupt nicht geklappt. Mir kam zweimal ein bisschen feiern mit Freunden, dann kamen die Eltern von Kasia für eine Woche her. Wir haben gut gegessen, wir haben ein bisschen Alkohol getrunken. Und das sind alles Faktoren, die passen überhaupt nicht in so eine extreme Ernährungsweise. Diese Ernährungsweise, die verzeiht euch das nochmal ein bisschen, mal über die Stränge zu schlagen. Im besten Fall wirklich nur mit einem Refeed-Day pro Woche. Eventuell auch nur einer oder zwei Refeed-Mahlzeiten, sei es Frühstück und Mittagessen zum Beispiel, und dann abends wieder zu sagen, ich esse wieder sauber. Das macht aber auch Sinn. Warum? Euer Körper wird die Hormone langsam runterfahren. Der Körper, der versucht sich an die veränderten Umstände, von euch bewusst veränderten Umstände anzupassen. Und er wird zum Beispiel die Schilddrüse produziert das Hormon T3. Der eine oder andere wird das vielleicht kennen. Das ist ein sehr wichtiges Hormon für den Stoffwechsel. Das reguliert, ob ihr jetzt sehr viel verbrennt. Es gibt ja die Schilddrüsenüberfunktion, Unterfunktion, hat direkt was mit dem T3-Hormon zu tun. Und der Körper wird dieses Hormon zum Beispiel runterfahren, wenn ihr weniger Kalorien esst. Und wenn ihr jetzt die ganze Zeit weniger isst, weniger isst, weniger isst, seid ihr irgendwann so weit unten, dass ihr extrem wenig essen müsst. Für den Körper ist es sehr viel Stress. Stress bedeutet, der Körper versucht alles zu konservieren, weil er nicht weiß, wie lange diese Stresssituation, diese ungünstige, unfruchtbare Lebensumstände, wie lange die für ihn noch bestehen. Das heißt, macht doch einfach diesen Refeed Day und dann geht es so. Ne? Es geht trotzdem runter. Eventuell könnt ihr das sogar ein bisschen regulieren. Also ihr werdet hier eine extreme Kluft aufbauen. Das ist ein extremer Unterschied. Ob ihr diesen Refeed Day macht oder nicht. Der Körper wird immer ein bisschen gegenregulieren, gegensteuern und dieser eine Refeed Day hat einen unheimlich tollen Effekt. Einmal auf die Hormone und zweitens auf das Wohlbefinden. Einfach zu wissen, ich quäle mich die verdammte ganze Woche, um dann vielleicht am Sonntags mit Freunden mal einen Weizen zu trinken und ein gutes Steak zu essen. Lohnt sich, oder? Und dann macht auch so eine Diät Spaß. Und wenn man dann die Resultate sieht, ich würde immer empfehlen, einmal die Woche wiegen, vielleicht morgens am Refeed Day, einfach dann, hey, ich habe wieder abgenommen, ich bin zufrieden, ich kann vielleicht die Kalorien noch ein bisschen anpassen. Und eventuell seid ihr dann auch einfach, geht ihr nochmal entspannter in diesen Refeed Day rein und könnt dann natürlich auch besser reinhauen. Also das erstmal zu diesen Grundformen. So, Cody schließt sich uns auch an. Wunderbar, ich hoffe, der haut die Kamera jetzt nicht um. Mein Schatz. So,
Das sind erstmal so die Formen, dass ihr wisst, so letztes Jahr habe ich das gemacht, hat wunderbar funktioniert. Nach und nach immer das Gewicht beobachten, wenn ihr irgendwann wieder stagniert, dann wieder langsam mit den Kalorien runtergehen. Also das ist der eine Punkt. So, der zweite Punkt ist jetzt das Timing. Für den Körper entsteht ein Defizit, für den Körper entsteht Stress und der Körper hat verschiedene Energieträger zur Verfügung. Kohlenhydrate, Fette, aber auch die Eiweiße. Und die Eiweiße aus der Muskulatur wollen wir auf keinen Fall. Meine Empfehlung da, in der Diät BCAAs zu konsumieren, die Branched Chain Amino Acids, also die veränderten Aminosäuren, die drei wichtigsten, die Muskel enthalten sind, so kann man ja überall kaufen als Pulver, das würde ich ergänzend immer wieder kaufen. Dann würde ich mir ein vernünftiges Whey-Protein zulegen, denn gucken wir uns einfach mal den ganzen Tag an. Ich mag das mal für euch. So ein typischer Diättag, zack, hier haben wir, sagen wir mal, 20 Uhr, hier haben wir, sagen wir, 6 Uhr. So, normaler Tag, wo man aufsteht, wo man vielleicht dann auch arbeitet, man arbeitet bis, dann arbeitet man 8 bis, sagen wir zum Beispiel 15, plus minus. So, sollte passen. Also, morgens erstmal ein Frühstück. Das Frühstück würde ich euch empfehlen, ein paar Kohlenhydrate, dass das beinhaltet, dass ihr auch ein bisschen Energie habt. Und dann auf jeden Fall Whey-Protein. Whey-Protein ist ein Protein, das sehr schnell ins Blut geht, beziehungsweise sehr schnell dem Körper zur Verfügung steht. Es gibt dann hingegen zum Beispiel noch das Casein. Casein ist sehr langsam, auch teilweise 5 Stunden, um komplett absorbiert zu werden. Und das würde ich euch dann eher vorm Schlafen gehen. Also hier das Casein würde ich euch eher vorm Schlafen gehen empfehlen. Zum Beispiel Magerquark, eine wunderbare Caseinquelle. 500 Gramm vorm Schlafen gehen reinzwiebeln oder vielleicht so eine Stunde vorm Schlafen gehen. Also ich sag mal hier 19, 20 Uhr, dann geht ihr irgendwann 22 Uhr pennen. Dann habt ihr Casein, dann habt ihr eben die ganze Nacht auch eine schöne Versorgung. Das ist schon extrem pingelig, wenn man so auf das Timing sehr stark achtet. Denn hier das Whey-Protein, dann irgendwann, also hier zwischendrin, ihr müsst euch hier immer irgendwelche Mahlzeiten setzen. Ihr dürft in einer Diät nicht so viel Hunger verspüren und dann euren Insulinspiegel extrem pulsartig nach oben schießen lassen, weil ihr nur zum Beispiel 2 Mahlzeiten über den Tag hinweg esst. Esst regelmäßig, bereitet euch für die Arbeit was vor, nehmt euch Tupperdosen mit. Je nachdem, ob Low Carb, ob Anabol, ihr könnt ja immer noch Obst essen. Ihr könnt euch einen schönen Salat, einen Thunfischsalat, ein bisschen, oder mit Feta-Käse, mit Oliven, ihr könnt euch was Schönes den Tag vorher fertig machen. Und das müsst ihr auch. Eine Diät, wenn sie vernünftig funktionieren soll, wenn ihr wirklich abnehmen wollt, wenn ihr das ernst nehmen wollt, dann müsst ihr euch vorbereiten und euch mit eurem eigenen Körper und eurem Alltag und euren Möglichkeiten auseinandersetzen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel den Punkt Training. Ihr geht ins Training. So, was machen wir jetzt beim Training? Ganz wichtige Mahlzeiten vor dem Training und nach dem Training. Vor dem Training ein Whey plus Kohlenhydrate. Auf jeden Fall. Also ich habe mir immer einen Shake gemacht, Whey-Protein, dann auf jeden Fall Haferflocken mit dazu. Und dasselbe kommt hier auch nochmal. Genau dasselbe nach dem Training. Der Körper, ihr drückt den wie ein Schwamm. Ihr müsst intensiv trainieren, das habe ich am Anfang gesagt. Ihr drückt den wie einen Schwamm aus und er braucht das. Und wenn ihr dann ein bisschen mehr esst nach dem Training, der wird das nicht hier ansetzen, der wird das hier. Der wird seine Glykogenspeicher erstmal füllen. Ihr braucht Energie, ihr braucht Power. Und ihr seid im Defizit in einer Diät und da werdet ihr sowieso, ich sage mal, euch ein bisschen schlapper fühlen. Je nachdem, was für eine Diät noch. Es kann sein, dass euch erstmal die Kohlenhydrate fehlen, dass ihr vielleicht vom Kopf nicht hellwach seid. Und da müsst ihr ein bisschen auf das Timing achten. Also das wäre erstmal ein grober Überblick. Wer da nochmal Fragen hat, ihr könnt mir gerne mal bei Instagram dazu was schreiben. Wenn ihr nochmal ein bisschen was genauer wissen wollt, schreibt mir bitte nicht, Tommy, kannst du mir einen Ernährungsplan machen, weil das ist wirklich komplex. Ihr seht das, man kann sich da über viele Sachen wirklich austauschen. Man muss sich mit vielen Sachen auseinandersetzen. Also in erster Linie würde ich euch bitten, geht die Ernährung bewusster an. Guckt vielleicht, was ihr mit der App machen könnt. Und dann, wenn ihr es nochmal ganz genau wissen wollt, dann achtet auf das Timing, hier mit dem Whey-Protein, Whey plus Kohlenhydrate, zwischendrin natürlich Mahlzeiten. Dann eben erstmal müsst ihr wissen, wie viele Kalorien ihr zu euch nehmt, zieht davon 300 ab, beobachtet euren Körper, passt das Ganze immer wieder ab und guckt auf die Qualität der Nahrungsmittel. Also schaut, dass ihr auf jeden Fall dann eher vielleicht in Richtung mehr Protein, auch vernünftige Kohlenhydrate, vernünftige Fette und haut euch dann nicht die Kalorien über eine schnelle Pizza rein. Also weniger über diese raffinierten, fertigen, nur diese schnellen Ofenprodukte, sondern dann macht ein bisschen was Frisches. Der Körper wird es euch danken, ihr werdet besser aussehen
und ihr werdet euch besser fühlen. Ich bin raus, ich bin euer Tomek. Wie gesagt, folgt mir auf Instagram, alle Links in der Beschreibung. Ciao, ciao!